auf. Erdmagnetfeld. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Jetzt hat er sich nochmal wiederholt. Schublade. Okay, aber wir haben jetzt das hier, Erdmagnetfeld. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ja, können wir das irgendwie benutzen? Hier? Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nachzujustieren. Aha. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Ich weiß gar nicht, was er damit vorhat. Mit dem Erdmagnetfeld. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Nein. Das Wasser bei Wenzel irgendwie damit was anfangen? Aber der sagt ja, der hat keine Lust damit, mit der Quelle irgendwas zu machen. Dass das Wasser vielleicht wieder absackt? Oder rauskommt? Ich will mit Wenzel... Mann! Ich habe jetzt gedacht, das funktioniert. Mann! Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein... Dass irgendwas passiert, weil irgendwas... Ah, das bringt mich immer so durcheinander und jetzt weiß ich nicht und jetzt... Ja. Na gut. Komm immer noch nicht rein. Aber ich überlege... Lass mal sie fragen. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch? Muss eigentlich. Okay, das interessiert sie überhaupt nicht. Ich habe mal was ganz anderes vor. Ich gehe jetzt einfach in die Offensive. Dann geht's mal hier hin. Und zeige erstmal Gizmo das. Gizmo hat meine Figur. Okay. Und dann jetzt ihm. Obwohl erstmal Wenzel. Er wüsste damit nichts. Er weiß ja. Okay. Das Erdmagnetfeld zu manipulieren fällt garantiert unter Amtsmissbrauch. Bei mir ist es okay. Ich bekleide ja kein Amt. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Was mache ich denn jetzt damit? Ach komm, irgendwie... Irgendwas habe ich im Kopf. Also irgendwas habe ich doch sicher... Ganz doch sicher irgendwie eine Idee. Tonis Hütte. Ah, wieder dieses Fliegevieh von mir. Von meinem Gesicht. Meine ganze Aufmerksamkeit ist jetzt gerade auf dem Magnetfeld-Dingens manipuliert irgendetwas gerichtet. Das ist vielleicht nicht so gut. Ah, Wünschelrute plus das? Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Der Vogel? Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Ach, du willst sie wach bekommen irgendwie mit dem Bohrer? Ich quäl und die... Ach ja, war ja klar. Der ist bereits ausgenockt. Ja. Vielleicht mal im Ohr stecken und dann reinschreien? Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Nee, danke. Damit kriege ich die Schlaf... Coupons. Damit kriege ich... Die Coupons habe ich auch noch. Und was soll ich mit den ganzen Luftballons machen? Damit kriege ich... Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Ich habe das Wasser und ich habe das Pulver. Auf zu Lonzo. Hä? Energiereiches, beliebtes Wasser, aber normales Wasser fehlt doch noch, oder? Hä? Wie auf zu Lonzo? Okay, ich gehe jetzt einfach mal zu Lonzo. Er sagt auf zu Lonzo, also mache ich das jetzt auch. Mal gucken. Ich spreche ihn einfach mal an.
direkt. Was soll ich noch gleich machen? Besorg die Sachen, ich präpariere. Alles klar. Wegen Schieb. Ich kann. Lass. Klares Wasser. Wo? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Ich geh zu. Mach da. Ich gebe ihm einfach mal das Pulver. Das Pulver habe ich schon mal. Gut. Ja, Das Wasser ist noch nicht klar genug. Ah, also doch noch nicht. Ach man, jetzt tauft das doch da ein in dieser Quelle, dann haben wir's. Dann haben wir's. Das ist doch. Hä, wieso gehen wir jetzt hier hoch? Mann. Trichter plus das. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ja, das funktioniert nicht. Ich will mit wenn. Boah, ey. Da bin ich echt befragt. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles. Ja, Mann, wir sind da ganz dran. Ich habe alles in der Kontrolle. Sollen wir nach draußen nochmal? Vielleicht auch nochmal da hoch, hier hin. Das haben wir. Das haben wir. Ich glaube, hier sind wir fertig. Halt, da ist noch was mit dem Feuerlöscher. Ich gehe mal mit dem hier zu ihm. Ach, Witze. Ich habe genauso ein Ding vorhin im Schrott. Ja, sicher. Ja, natürlich. Hast du. Ja, sicher. Hier ist ja nur der Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ach, was bringt das? Das ist doch. Ich kann das Ding nicht mehr. Den Trichter? Ich kann das Ding nicht. Ja, dann gehen wir halt. So, deine Schuld. Luftballon. Sollen wir mal eben noch einen Luftballon aufpusten? Ja, ne? Mal wieder einen neuen Luftballon aufpusten. Oh, ich weiß auch gar nicht, wofür sollen wir noch einen Luftballon brauchen. So, dann haben wir wieder ein Slot da Dingens. Haben wir wieder voll. Können wir da nochmal rein? Na, cool. Da ist Treppe und so, nicht, dass wir da irgendwie hoch können oder runter. Und ich merke das die ganze Zeit nicht. Hahn des Wassers. Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Natürlich geschah es für einen guten Zweck hier. Hä? Ich komme hier irgendwie nicht mal raus. Ah. Oh, zu wem können wir noch hin? Zu gar keinen, oder? Oh, bin ich gerade überfragt. Vielleicht den hier mal aufkriegen, aber das kriegen wir auch nicht wach. Vielleicht auf den Bullen schmeißen? Dass der dann wach wird? Ich quäle keine und im Gip. Das Aufbuschmittel haben wir ja nicht mehr. Und das hier können wir auch nicht benutzen, das Kaffeepulver. Mit dem Wachmacher bekomme ich ihn bestimmt wieder auf die Beine. Oh, ich dachte gerade, er benutzt das, weil auf einmal das Ding jetzt wegging. Platzen, den Luftballon platz lassen. Der ist bereits ausgenockt. Ich will noch nicht aus. Ach so, weil das Lachgas ist. Das gleiche. Der ist bereits. Ja. Soll ich das Ding jetzt einfach mal. Ich mache es einfach. Jetzt blöd. Womit kriegen wir das kaputt? Oder ich suche das passende Schlüsselloch. Ja, oder das. Aber das wäre viel zu einfach.
So baut man keine Heiden. Na toll, wir kriegen das nicht mehr zerstört. Zerstört. Jetzt haben wir für immer einen Luftballon hier. Alles mit den... Der Tisch vibriert. Aber das ist... Die Uhr. Hier, die Uhr. Was ist damit? Haben wir eine Uhr? Erdmagnetfeld. Reinstecken. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert. Kein Grund nachzujustieren. Den Vogel? Vielleicht ihr mal zeigen. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Sie hat mich... Ja, wie die aussah. Sie hat mich... Ah, das macht er jetzt bei jedem... Okay. Auch das hier nicht? Sie hat mich nicht... Okay. Aber genau, lass uns mal mit der Wünschelrute weitergucken mit dem Wasser. Was? Das hatten wir ja gefunden. Dann hatten wir aufgehört damit. Wir müssen mit dem Wasser weitergucken. Beim Büro, aber ich glaube irgendwie bei der Poststelle ist das. Aber ich gucke nochmal in seinem Büro mit der Wunschelrute da. Klingel. Sprechanlage, glaube ich mal alles jetzt. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle. Keine Reaktion. Dads. Ach genau, stimmt. Wasser-Emblem, ganz vergessen. Ja. Ja. Nanu, ja, was ist der denn Schlüssel. Das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ja, super. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Oh, wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Ganz vergessen, ist es Emblem da. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wiederhole ich dafür wohl bekomme, wenn ich... Ja, wiederhole ich noch ein paar Mal. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, wie viel ich... Okay, okay, ist gut. Okay, und Rainer. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. Oh. An seinen Schnapsschrank. Wie jetzt Schnapsschrank? Ich wollte Wasser. Schnaps. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Hoho. Achso, ja genau. Erstmal Platz frei machen. Nimm mir noch eine mit. Jungchen. Du kleiner Jungspund. Immer schön zwei mitnehmen. Der Duft erinnert mich an etwas. Schnaps damit? Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Na, das funktioniert. Wir brauchen kein normales. Oh mein. Oh Mann. Das gibt's nicht. Was wird da rauskommen? Ich hätte jetzt nicht das... Und klares Wasser. Ja gut, da ist ja Wasser drin, aber... Naja, da ist ja Wasser drin und... Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sagen wir es einfach mal so. Huch, wohin muss ich denn jetzt? Ich war doch richtig. Nee, wir müssen jetzt erstmal den Kaffee zubereiten. Den Espresso meine ich. Den Espresso-Kaffee? Okay. Na gut, legen wir los. Legen wir los. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Ich gehe zu. Mach da. Vielleicht müssen wir das hier mal ganz kurz noch zusammenfügen. Nämlich das Wasser mit dem Kaffeepulver. Ich habe das Wasser und ich habe das Pulver. Auf zu Lonzo. Okay. Ah, jetzt. Ah. Ab in den Tank damit. Look, 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 look. Okay, und das Pulver. Das Pulver habe ich schon mal. Jetzt geht's los. So, oh, oh. Das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Oh, 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 oh. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt und passiert. Ich erst. Und ich erst. Und ich erst. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke?
Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Au, Backe! Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Ey, der ganze Laden ist eine Maschine. Boah, was ist denn hier los? Alter, was ist denn ab hier? Was ist denn das? Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Also den ganzen Laden vernichtet. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Was ist mit dem Typen? Lebt er noch? Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Du, Lonzo. Ah, bist du... Ich mach oft zweimal ansprechen, ne? Weil, mal gucken, was der noch so sagen würde. Wir haben's geschafft. Ich guck mal ganz kurz, wie spät es ist. Ich selber würde jetzt ungern aufhören, aber ich bin auch müde und so. Und das wird sonst zu spät. Gut. Also sagen, wir könnten noch Expresso. Oh. Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Da schießt einen ja das Wasser in den Augen. Okay. Komm, wir geben dem Vogel. Hey, du, aufwachen. Ja, das funktioniert. Geht doch, Schnarchschnabel. Aber wir haben das noch, oder? Ah, gut. Hi. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Cool, wir haben den Vogel wieder. Behalten wir den jetzt? Ich will ihn nicht abgeben. Ich geb den jetzt wieder ab. Er hat seine Aufsichtspflicht. Bei mir ist der Vogel. Okay, cool, wir haben den Vogel jetzt. Er ist doch schon... Den hauen wir wieder um. Für Chemie jetzt? Nein. Er ist... Rauf! So. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Ach, jetzt haben wir den im Inventar drin. Ja, das ist sicher. Pure. Toll. Toll. Ist super. Ich zeig den toten Vogel. Oh Mann. Ja, ich geh gleich schlafen. Oh Gott. Den toten Vogel, ne? Den zeigen wir jetzt den Toni. Nee, den wachen Vogel. So, und was sagst du jetzt? Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Oh! Aber wir haben... Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni.
Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehen. Hey, cool. Wir haben ihr was Gutes gemacht. Ich frage mich, was wäre passiert, wenn wir den Vogel jetzt behalten hätten. Aber das fand ich jetzt ganz cool, dass wir ihr den Vogel gegeben haben. Immerhin haben wir ihren haben wir gar nicht. Nee, ach, Quatsch. Guck mal, ich den schon. Nee, der ist ja an Altersschwäche gestorben. Oh, das finde ich ganz cool, dass wir ihr jetzt den Vogel gegeben haben. Cool. Was wäre passiert, wenn ich den gar nicht erst den, hier die was habe ich gemacht? Den Pfeil, ne? Nee, das war mit dem Ballon. Was wäre passiert, wenn das alles nicht passiert wäre? Ich glaube, dann wäre das Ganze eigentlich gar nicht dazu gekommen, ne, dass wir ihr den abgegeben hätten und so. Weil irgendwie hat das ja nichts hier mit der ganzen Story zu tun. Also eine Nebenaufgabe, die keine Pflichtaufgabe ist. Weißt du, was ich meine? Na, ich gehe jetzt mal schlafen, ne? Nee, lass mal nicht ernst. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde mich jetzt aufs Ohr hauen. Und ich freue mich schon, dass wir in der nächsten Folge dann hoffentlich Goal mit diesem super Kaffee aufwecken können. Mit dem Espresso. So. Für mich gibt es kein Espresso mehr, denn ich gehe jetzt pennen. So. Bis zur nächsten Folge. Ciao.